Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, wir wollten ja heute den Knochendolch craften. Dafür müssen wir noch einmal abtauchen, ein bisschen farmen. Die Sachen habe ich schon aussortiert. Zweite Kiste haben wir auch hingestellt. Und ohne viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, wir gehen ab in die Tiefe. So. Jetzt einmal die Höhle, da ist mein Anhaltspunkt. Dieser helle, komische Fleck. So. Und eigentlich die Perspektive wieder wechseln. Gut, das ist nämlich die Lampe. Aber wir nehmen nochmal... Ich möchte gerne nochmal so ein Hieb Sauerstoff mitnehmen. Ungefähr hier. Ungefähr... Hallo? Ich hätte gerne etwas Luft. Ist die Pumpe aus oder was hier los? Aha. Jetzt ist auch die Gartenpumpe endlich an. Die Teichpumpe. Wird auch Zeit. Also man sieht ja hier nicht besonders viel unten. Ja, einmal ein Lämpchen in der Hand nehmen. Oh, hier haben wir schon den ersten Knochen. So, den nehmen wir direkt mit. Eine Schuppe. Die können wir auch gleich mitnehmen. Dann haben wir ja alle Komponenten für den Knochendolch schon zusammen, richtig? Zwei, davon brauchen wir auch zwei und hiervon zwei. So. Aber wenn wir schon hier unten sind, dann sammeln wir natürlich nochmal ein bisschen. Ja, haben wir nochmal eine Koi-Schuppe. Hier ist auch noch eine, die stechen wirklich gut hervor, ne? Aus dem Matsch. Weil die so schön hell sind. So, einmal hier unten abfarmen. Was haben wir hier noch? Da ist noch ein Knochen direkt vor meiner Schatzkiste. Ah, der versunkene Schatz von Kapitän Blackbeard. Hier in meinem Teich. All seine Reichtümer. All seine Besitztümer. Alles ist hier unten. Muss halt nur diesen blöden Schlüssel finden. Ich gehe auch davon aus, wenn die Kiste hier im Teich ist, wird der Schlüssel hier auch irgendwo sein. Man kann ja hier mal ein bisschen die Steine und die Ecken so ein bisschen absuchen. Vorher würde ich aber noch einmal Luft tanken. Obwohl, die Schuppe kriegen wir noch, ne? Die kriegen wir noch locker abgebaut. Ja. Die haben wir. Wo war denn hier dieser Eingang? Da hinten. Oh Gott, da habe ich ja noch ein bisschen. Ah, da ist noch eine Schuppe, aber ich muss erstmal Luft holen. Sicher ist sicher. Jetzt hier unten abzusaufen, das wäre natürlich katastrophal. So. Durch den überfluteten Flur. Hindurch durch das überflutete Lager und rein in die Basis. Ach, den Knochen durch. Wir haben ja hier eine Werkbank. Licht sparen wir ein bisschen ein. Da kann ich ja direkt mal den Knochen durch fertig machen. Wunderbar. So, den können wir auch gleich ausrüsten. Dann kommt der Kiesel durch weg. Jetzt haben wir eine Stufe 2 Waffe. Tödlich bis zum geht nicht mehr. Sieht auf jeden Fall schick aus und liegt gut in der Hand, ne? Ha! 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 Huh. Ha! Ja, damit werden wir den Feinden das Fürchten lehren. So, wieder rein ins feuchte Nass. Durch das überflutete Lager. Hinab durch den überfluteten Flur. Die Schaufel stets parat. Suchen wir uns hier noch ein bisschen Schuppen. Und Knochen. Hier ist Knochen. Ist das Knochen? Ja. Hast du mich gesehen? Au, ja. Du hast mich gesehen. Überleg dir das. Besser ausgestattet. Ah, nimm dies. Und das. Und jenes. Und noch eine Backpfeife. So. Die überlegt sich das zweimal, ob sie sich mit uns anlegt. Wobei eigentlich überlegt die ja gar nicht mehr, ne? Die ist tot. Oh, zerfetzt haben wir die Spinne. Hier ist doch... Ich bin der Meinung, ich hatte hier doch irgendwo noch was gesehen.
Aber wo? Naja, egal. Bisschen nach den Schlüssel gucken. Boah, Strömung! Oh. Oh. Oh, da geht's auch noch nach hinten. Was ist das? Schlüssel? Marmor? Käse? Oh. Servus! Ich muss hier einmal durch. Nix da. Okay, der hat einen Freund mitgebracht. 2 gegen 1, kein Problem. Na. Backpfeife. Und Schelle. Und Respektschelle. Und den haben wir zerledert. Der hat keine Chance gegen uns. Marmor? Kiesel. Hm. Oh Gott, wie viele gibt es denn hier? Aua! Der hat mich noch gekriegt? Das ist aber frech. Also es soll jetzt hier kein Mimimi sein, aber das Kampfsystem sagt mir hier halt nicht so zu, ne? Also das Blocken, ich finde das unheimlich schwer. Wo ist er hin? Da habe ich mich erschrocken. Autsch. Autsch. Überleg dir das, dein Freund ist schon gestorben. Ja. Blocken. Und. Oh, das sind schon wieder 2. Hier war doch noch eine. Ah, hier unten. Ja. Leute. Da treibst du umher, Eddie. Okay. Marmor? Kiesel. Ton. Den nehme ich mit. Ich kann ihn nicht abbauen. Aha. 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 Wunderbar. Was meinst du? Kiesel? Kiesel. Wo bin ich denn jetzt hier? Kiesel? Kiesel. Moosiger Schlüssel. Ist das der von der Kiste? Das wäre jetzt geil. Das wäre jetzt mega geil. Den gehört Captain Blackbeard Schatz uns. Den Ton nehmen wir noch mit. Kiesel? Kiesel. Wie, das ist alles? Wo bin ich denn hergekommen? Meine Luft. Da, da. Kaputter Schlauch. Ah. Ist das die richtige Höhle? Hier bin ich doch nicht hergekommen, oder? Doch. Okay, das passt schon. Cool. Moosiger Schlüssel. Ich bin mal gespannt. Das müsste doch der von der Kiste sein. Ich werde ein reicher Mann. Ein kleiner, einsamer, reicher Mann, der mit dem Geld absolut nichts anfangen kann, weil er klein und allein und in einer Miniaturlandschaft ist. Aber ich werde reich. Die große Höhle. Ich traue mich da gar nicht rein, ey. Die ist so gross. Ist meins? Oh. Schön. Meins? Ich möchte hier auch gar nicht so... noch mehr spinnen. Ich möchte hier eigentlich auch gar nicht so weit schwimmen. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal hochkriege. Wenn ich eine Spinne töte, richtig? Das nehmen wir mit. Okay. Holen wir uns etwas Sauerstoff. Oh Gott.
Oh, das sieht nicht gut aus um meine Gesundheit. Oh, ich muss hier weg. Vielleicht gehe ich einmal in die Basis, ein bisschen Luft tanken. Ist die noch hinter mir? Kommt die noch? Oh ja, sie kommt noch. Oh, da waren Knochen. Wo geht's hier rein? Da. Okay, jetzt hat sie aufgegeben. Sie weiß halt, dass sie absolut keine Chance gegen mich hat. Du, 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 du. Ah. Einmal tief Luft holen. So, hier waren ja noch ein paar Knochen, ein paar Schuppen. Ich hätte jetzt was essen sollen. Kann ich unter Wasser essen? Ich habe nichts ausgewählt. Ich habe kein Essen dabei. Gut, denn nicht. Moment mal. Ah, ich habe auch keinen Verband. Ich hätte es gedacht, dass ich mich irgendwie hochheilen kann. Zumindest ein bisschen. Okay, okay, okay. Ja, der Knochendolch ist auf jeden Fall besser als mein Kieseldolch. Zumindest hier unter Wasser. Da bin ich schon ganz zufrieden mit. Ein bisschen Bürobedarf. Geht nicht. Hier ist noch ein Knochen. Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt will ich erstmal gleich zu der Kiste gucken. Ist das der Schatz? Werde ich ein reicher Mann? Bestimmt irgend so ein Spielzeug drin oder sowas. Spielzeugschatz. Da hat der Koi, der hat hier das Spielzeug Holzboot versenkt und da war eine Holzkiste drauf. Und die ist hier. Bist du der richtige Schlüssel? Jo. Was ist das denn? Mega Milchmular. Oh, und ein Superchip für Berg. Der würde sich freuen. Gib mir den Schatz. Oh, gib mir Luft. Ja, nicht, dass das wieder so knapp wird. Oh oh. Da schwimmt sie hin, die Blase. Komm, 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 komm. Ah, kein Thema. Nein, ich hab sie nicht gekriegt. Ich komme niemals rechtzeitig oben an. Yeah. Oh oh. Oh, das wird aber knapp. Das wird aber knapp. Das wird aber... Warte, 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 warte. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Da muss ich mich erstmal... auf den Schock muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken. Wunderbärchen, dann können wir einmal was essen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal zurück zu unserer Base. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung vorbereitet. Das würde ich nämlich auch noch unbedingt machen. Ach nee, erstmal müssen wir zu Berg. Wir müssen Berg sein Schiff bringen. Der gute Berg. Berg ist mein Freund. Mein einziger Freund. Hier unten im Dschungel. Oh, wir müssen auf Ameise. Ameise gereizt. Ameise gereizt. Warum? Oh Gott, ich habe gar keine Ameisenrüstung an.
So, hier drin bin ich sicher. Messer kann weg. Oh, Birk! Ah, Birk, mein Guter, da bist du ja. Weißt du, ich habe was gefunden. It is nice to see Ape. How can I help you today? Ich habe ein Hilfsschiff gefunden. Ah, more chips. Thank you. Ja, der war in so einem komischen, in der Schatzkiste. Die hat Captain Blackbeard da verloren. Der musste den Chip irgendwann mal abgenommen haben. Hand it over and let us see what I can remember. Much better. Check the ASL Terminal Science Shop for the new recipes. Okay. Und wenn ich dir noch einen Chip gebe? Better than ever. My diagnostic module is now restored. Analysis shows the spacer suffered a catastrophic failure in the embiggening cell. The embiggening cell stores and regulates interatomic energy transfer during the spacing expansion phase. Put simply, it controls the rate of growth of the subject and prevents overexpansion, which can be quite messed. There is both good news and bad news. With the good news is that I have a spare cell here. The bad news, it is empty. Toll. The cell must be filled with a special mixture. A cocktail, if you will. Another hold, please, while I push the recipe for the embiggening processing. Error. Missing directory. The directory you attempt. Cheese and fries. It appears the formula for the embiggening cocktail is not in my memory. It must. We will need that recipe in order. I am okay. Sorry. Also wir brauchen noch ein paar... Ups, ja, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Jetzt klicken wir hier alles an. Gut, wir brauchen also noch mehr Superchips, damit Birk ein bisschen glücklicher ist. Ich wollte gar nicht so viel Quatsch andrücken. Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Halt die Klappe jetzt, Birk! Du machst mich fertig. Ja, du bist ja schlimmer als die Frau. Ja. Auf Wiedersehen, Birk. Du bist der Beste. Ja. Das ist die alte Labertasche. Der kann einfach nicht einen Sabbel halten, ne? Dann gehen wir jetzt einfach noch zum Terminal. Gucken mal, was er für neue Rezepte hat. Wissenschaftsladen. Oh Gott, wir haben 8460. Oh, ein Kieselfundament. Seilrutschen. Seilrutschen sind bestimmt ein Pfosten, an den Anfang oder Ende einer Seilrutsche festgeknotet werden kann. Seilrutschen, Ankerpunkt, Wand. Eine Wand gibt sicher einen stabileren Ankerpunkt für eine Seilrutsche ab. Voraus war nochmal die Wand. Ne, ist ja egal. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben das ja im Heckenlabor schon gehabt. Und ich denke, das kann uns so ein paar Wege erleichtern. Leiter wäre auch interessant für mich, für meine Bauvorhaben. Ich würde aber vielleicht erstmal gucken. Lipflop. Verbesserung. Ich glaube, ein Superchip haben wir jetzt im Teich nicht mehr. So ein Labor ist auf jeden Fall nicht. Schwimmendes Fundament, das wäre auch interessant. Könnte man ein Haus im Teich bauen oder auf dem Teich? Gebogene Basen. Ja gut, das ist jetzt nicht irgendwas, was wir dringend brauchen. Oh nein, hups. Ah, na gut, dann bauen wir halt gebogene Basen. Ne? Oh, ein Pollengeschütz. Das wäre für mich auch interessant, wie viel... Aber dafür habe ich jetzt nicht mehr genug Punkte. Was ist ein Heißsporn? Senkt Fallschaden. Gut. Später bestimmt nochmal praktisch. Aktuell nicht so. Trainierte Lungen. Und dring deine DNS an, neue Mutationen auszubilden, die die maximale Ausdauer erhöhen. Ich denke mal, damit könnte man schon was anfangen. Jetzt haben wir noch 460 Punkte. Da bleibt uns leider nichts mehr über. Zwei sind verfügbar. Ach ja, herstellen. Stachelsprössling muss ich noch machen. Und Klebeinschienen. Ja, und das hier... Nö, noch nicht.
So, ich würde sagen, wir gehen einmal zur Basis. Da können wir die Klebeinschienen gleich fertig machen. Da haben wir nämlich ein bisschen was für. Und, oh. Es wird dunkel über der Stadt. Doch ein kleines Team aus Helden. Irgendwas mit Pyjamas. PJ Mask, Pyjama Helden. PJ Mask, Pyjama Helden. Verbrechen zu bekämpfen geht am besten. Na, wenn alle im Bett sind. Frühstück! Ey, bleib hier! Ich brauch dich für morgen früh. Hier, ein auf Predator. Ich sehe halt nur nichts. Ah! Komm her! So, den nehmen wir mit. Ich frage mich, statt einer Fackel, ob man später, wie auch immer, in der Lage ist, hier ein Nachtsichtgerät zu bauen. Marienkäfer, ich häng fest. So, erstmal zur Basis. Erstmal ein Licht anmachen. Boah, die Laterne ist ja der Wahnsinn. Karte? Er zeigt mir den Punkt wieder nicht an. Oh, siehst du? Ich laufe nämlich immer zu weit nach links. Vielleicht hier nochmal die ein oder andere Made mitnehmen? Weil wir können ja auch eine verbesserte Trinkflasche herstellen. Und die wäre für Expeditionen eigentlich unabdingbar. Normalerweise. Ja, mal gucken, wenn ich jetzt nochmal hier so ein Madengeräusch höre. Dann würde ich vielleicht meine Schaufel nehmen und einmal anfangen zu buddeln. Frühstück! Oh, Speck und Eier hätten es auch getan, aber na gut. Man nimmt, was man kriegen kann. Frühstück! Oh, das gibt's ja nicht. Komm her, du! Was war das? Oh! Tastes good. Ich habe so ein bisschen Angst vor Wolfgang, weil der jetzt auch öfter in der Nähe meiner Basis umherkriecht. Oh, da schläft eine Spinne. Der muss ich einmal hier rüber gehen. Ah, der alte Wolle, der chillt auch immer an der Basis rum. Der besucht mich schon fast täglich mittlerweile. Oder nächtlich. Der kommt ja immer, wenn es dunkel ist. Im Winter. Ach ja, ich habe ja keine Ameisenrüstung an. Das darf ich hier nicht vergessen. Oh oh. Da-di-da-da. Und da meine Ameisenrüstung am Teich in der Kiste liegt, sind wir gegebenenfalls gezwungen, kurz eine neue herzustellen. Achso, das Problem aktuell ist, dass die Tiere jetzt über den Stein nicht mehr hier hochspringen, sondern die springen über den Stein hier rein. Ich hatte nämlich auch schon den Bombardierkäfer hier drin. Oh. So, das legen wir erstmal hier an der Wand. So, meine Überraschung ist nämlich, tada, ich habe die Werkstatt, weil mich das so ein bisschen genervt hat, die habe ich jetzt abgeändert, die ist jetzt hinterm Lager. Man kann entweder die Treppe hochgehen oder hier einfach rüberspringen. Und ich habe die Idee vom Schloss verworfen. Ich finde das nämlich irgendwie geil, wie das aussieht, wenn das so buschmäßig ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Dieses wie in, wie aus den alten Rambo-Filmen oder hier so Ecuador-Drogenmafia von Predator und wie die ganzen alten Filme heißen. Und das fand ich ganz cool. Und dann habe ich mir überlegt, das Fenster hier nochmal wegzureißen. Dann kommt hier eine Treppe hin. Und mit einer Etage nach oben versetzt, kommt hier nochmal so eine Hütte. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, in die Hütte will ich nämlich das Spinnrad unter anderem reinstellen und den Amboss.
Ich weiß aber nicht, ob das zu weit entfernt ist von den ganzen Kisten oder ob ich noch komplett Zugriff drauf habe. Aber da würde ich schon gerne nach Möglichkeit, also wenn es geht, sonst muss ich die halt hier oben draufstellen. Deswegen habe ich hier nochmal so ein bisschen Boden hingestellt. Dann würde ich das Dach erst fertig machen und dann würde ich die da draufstellen. Muss man gucken, was vielleicht besser geht. So, hier hatte ich so ein Dreieck noch gar nicht. Wunderbar. Gut, dann können wir einmal die Kisten aussortieren. Wir haben ja jetzt ein bisschen was gesammelt. Wir haben die Zähne. Oh, Schande. Ich brauche noch mehr Kisten für den Teich. Das ist jetzt nicht so schön. Das kommt dann noch mit rüber. Das kommt noch mit rüber. Ja, da brauchen wir noch mehr Kisten. Das geht nicht anders. Dann haben wir Netzzeug. So. Dann bekommen wir noch das Fundament oder den Tone. Der hat jetzt auch eine eigene Kiste. Dann können wir hier später was richtig Schickes bauen. Gut. Hier haben wir noch den Grill. Der müsste eigentlich mit in die Küche. Ach, Schande. Ich wollte das eigentlich dem Wasserflur. Ich wollte das untersuchen. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ja, das nervt ein bisschen, dass der Rasen durch die Basis durchwachsen kann. Das finde ich ein bisschen schade, weil wenn ich hier eine Wand hinzimmer, dann darf da eigentlich nichts durchkommen. Ist ein bisschen ärgerlich. So. Und dann würde ich sagen, ich habe nämlich ein bisschen was gesammelt. Und das Lager habe ich ja auch wieder ein bisschen aufgefüllt. Dann würden wir ja jetzt vielleicht noch das Dach fertig machen. Ja, ist ja dunkel, ne? In der Dunkelheit jetzt nochmal unterwegs zu sein, das lohnt nicht. Der nächste Schiff wäre... Oh, du, wie kommst du hier rein? Oh, da. Komm her, komm her. Das gibt's nicht. Oh nein! Ah, jetzt habe ich gegen meine Hütte gehauen. Das muss ich reparieren. Machen wir noch. So, habe ich hier noch was frei? Oh, nee. Tauschen wir das einmal aus. Wunderbar. Denn müssen wir uns ausstatten. Wir haben im Inventar einen Hammer. Der wird gleich zugeordnet. Denn wir sind Dachdecker. Kein Klee verfügbar. Die Kiste steht doch hier. Oh, das zählt nicht. Zählt das nur bei der Werkbank? Ja, hier wäre alles da. Okay. Dann zählt das nur bei der Werkbank. So, was brauchen wir denn hier an Gestängel? Ein pro. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Können wir einmal die beiden nehmen, die wir gerade nicht einlagern konnten? Oder einlagern wollten? So. 1. 2. 3. Oh nein. Jetzt habe ich das runtergeschmissen und dann auch noch zu den Streithähnen da vorne, ja? Ja. Kann nicht sein. Gut, das heben wir später. Das heben wir später auf. Na. Falsche Taste. So, 1, 2. 3, 4, 5. Verdammt. So, in der Mitte kommt auch noch was hin. Hallo. Hä? Da ist doch noch kein Stängel drinne.
Okay, dann ist da vielleicht doch ein Stängel drin, ich weiß das jetzt nicht. Wobei eigentlich, wenn das mit dem Klee, wenn wir das noch nicht machen, sondern erst die andere Hütte bauen, man könnte ja gegebenenfalls, sofern das nicht funktioniert, noch eine Etage draufsetzen, wo die Gerätschaften sind, ne? Dann wären die doch bestimmt dicht genug dabei. Wenn wir hier erst das hier wegmachen und rüberbauen. Oh, Alter. Ah, ich habe auch ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen Bammel, wenn ich hier rüber baue, dann wächst dieser Grashalm wieder durch. Das würde mich wieder nerven. Die Wand ist zu breit. Aber es würde halt optisch besser aussehen, ne? Oder hier rüber. Also nach hinten würde mir nicht gefallen. Wenn da hinter noch einer höher wäre. Ich glaube, das sieht nicht aus. Also schöner wäre wirklich, wenn es jetzt hier auf der Etage wäre. Oder eben auf der notfalls. Aber hier würde es mir am meisten gefallen. Ich würde sagen, da baue ich... Doch, ich baue einfach hier hin und dann gucken wir mal. Und dann könnte man ja ein Rondell machen. Wenn wir jetzt unten Boden... Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Gras? Okay. Hier. Gebogener Halber, gebogener... Oh. Das kann schick aussehen. Zwar 90 Grad gebogen, das ist ein bisschen schade, aber... Doch, das könnte was haben. Gut, pass auf, das Dach, das machen wir fertig jetzt, ne? So, nehmen wir erstmal ein bisschen Clay mit rüber. So, 50, das sollte erstmal reichen. Und Saft. Eiche. In Eiche haben wir Saft. Saft habe ich nicht so viel, aber ich denke mir, das sollte eigentlich reichen. So. Gucken wir mal. Dort ist... Ach, stimmt. Deswegen ging das nicht mit dem Stängel. Weil die Wände, also oder die Dachschrägen, offiziell ja noch gar nicht existieren. Weil die nicht fertig sind. So, und... Kein Saft. Oh, da geht aber doch. Wo ging der jetzt rauf? Hier. Ah, das ist immer so ärgerlich, dass man hier nicht so einzeln rüber stacken kann. Oder halbieren oder irgendwas. Das ist halt so ein bisschen doof gemacht, ne? Also es wäre, anders wäre das schöner. Wunderbar. Und da noch. So, und dann können wir hier. Jetzt braucht er den Stängel. Wo ist meine Tür? Hier. Maximale Verwirrung. Habe ich den eingelagert? Oh, ich dachte, ich habe den irgendwo abgelegt erstmal. Und zack. So, dann haben wir das Dach nämlich fertig. Das war ja alles schon angezeichnet. Ging ja schnell. Aber das sieht doch so ganz schnucklig aus. So ein paar kleine, vielleicht so einen großen. Ich glaube, ich baue mich nach da hinten rüber. Und das hier... Ja... Also die Terrasse würde ich schon gerne noch machen. Aber ich finde diese Hütten irgendwie geil. Also ich würde davon gerne noch mehr machen. Hm. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Schaltet wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.